Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video, die Leute, die mir vielleicht schon länger zuschauen, die wissen vielleicht schon, wenn sie mich so sehen, was es gibt. Die anderen haben es vielleicht im Titel gelesen. Heute soll es mal um die Zukunft von meinem Kanal gehen, wie es weitergeht, warum es jetzt längere Zeit nichts gab oder nur vereinzelt gab. Und ja, darauf möchte ich jetzt in dem Video mal ein bisschen eingehen. Fangen wir erst mal an, warum es jetzt längere Zeit nichts oder nur vereinzelt Videos gab. Da brauche ich eigentlich nicht viel zu sagen dazu. Das lag einfach daran, muss man so sagen, wie es ist. Ich hatte teilweise nicht die Zeit dafür und anderen Teils einfach nicht die Lust dazu, Videos zu machen. Deswegen kamen die nur sehr vereinzelt und sporadisch. Ja, wie ihr in der letzten Zeit schon sehen konntet, ist die Lust und die Motivation, Videos zu machen, wiedergekommen. Dementsprechend kam jetzt auch schon regelmäßig wieder was. Wird auch weiterhin so bleiben. Also ich habe da auch noch einiges in der Vorhand, was jetzt schon geschnitten ist. Ich müsste jetzt lügen. Ich glaube, 16 Videos sind schon geschnitten und bereit zum Hochladen. Und dann gibt es da noch, jetzt muss ich mir noch kurz meine Hand wechseln, dann gibt es da noch ungefähr, ja, ich sage jetzt mal so, die 10 Videos, die noch geschnitten werden müssen, die noch nicht fertig sind. Also ihr seht, es wird definitiv weiter Videos geben, unter anderem auch alte Videos, die ich bisher nicht hochgeladen habe. Aus welchem Grund auch immer. Also teilweise hat es einen Grund, teilweise hat es aber auch keinen Grund. Dementsprechend möchte ich es jetzt auch wieder hochladen. Das erkennt ihr dann immer unten eingeblendet, dass es sich bei dem Video eben um unveröffentlichte Archivaufnahmen handelt. Und ja, so werde ich die dann kennzeichnen, dass man, ich sage jetzt mal, die alten Videos von den neuen unterscheiden kann. Was gibt es noch zu sagen? Ja, es gibt auch viele neue Videos, die demnächst auch noch online kommen. Unter anderem gibt es auch, ist vielleicht den einen oder anderen aufgefallen, ein neues Format auf meinem Kanal, nennt sich Martins Unterwelt. Und ja, beschäftigt sich prinzipiell eigentlich mit allen untertagemäßigen Bunker, Höhlen, Uferlagerungen, alte Bergwerke, teilweise auch Besucherbergwerke, je nachdem, worauf man halt gerade stößt oder worauf man gerade Lust hat. Aber es wird auf jeden Fall das Format geben, beziehungsweise es gibt es ja schon seit dem Uferlagerungsvideo letztens offiziell. Und ja, ihr könnt mir auch gerne, wenn ihr diesbezüglich irgendwas habt, also irgendeine alte Höhle, ein altes Bergwerk, eine Uferlagerung, ein Bunker, irgendwas in der Richtung, wenn ihr habt, könnt ihr das natürlich auch gerne mir zukommen lassen. Und ja, dann muss man natürlich mal schauen, vielleicht wenn Zeit und Lust besteht, dass man da vielleicht auch mal zusammen hingeht. Aber ja, wie gesagt, das müsste man dann eben privat ausmachen. Bitte auch nichts in die Kommentare schreiben, ihr wisst Bescheid. Wenn, dann meldet euch bitte privat bei mir, entweder über die E-Mail-Adresse, die auf meinem Kanal verlinkt ist, oder über Instagram, also entweder Martins Welt oder Martin309, das könnt ihr euch aussuchen. Dann, ja, was haben wir noch für Möglichkeiten? Ja, das reicht eigentlich auch an Möglichkeiten, würde ich sagen, um mich zu kontaktieren. Also wenn ihr da, wie gesagt, was habt, gerne zu mir kommen lassen, und wenn es klappt, dann kann man vielleicht auch gerne mal zusammen, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht umgefahren werde, wenn es klappt, kann man da vielleicht auch mal gerne zusammen hinfahren und ja, die Location zusammen erkunden. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ja, das nächste Thema geht um die Kanalreichweite. Der Kanalwachstum aktuell, muss ich sagen, bin ich echt sehr zufrieden damit. Klar, ich meine, besser kann es immer sein, das ist logisch, aber ich kann mich
ehrlich gesagt überhaupt nicht beschweren aktuell. Deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn ihr meine Videos irgendwie verbreitet oder Freunden empfehlt, Familie empfehlt, irgendwie sowas, dass der Kanal eben mehr wachsen kann, weil je größer die Reichweite, desto mehr Möglichkeiten bieten sich natürlich auch für zukünftige Videos. Ja, ich könnte, wie es manch anderer, zum Beispiel auch einen PayPal-Link oder so einen Spenden-Link, nenne ich es jetzt einfach mal, einführen. Das möchte ich aber allerdings nicht, ehrlich gesagt. Also das ist irgendwie nicht so meins. Was ich eher feiern würde, das wäre vielleicht so eine, ja, so ein kleines Sponsoring, sage ich jetzt mal. Vielleicht von irgendeinem Outdoor-Shop, mit dem man sich dann zusammentun kann. Und ja, wo dann, ich sage jetzt mal, so ein bisschen Finanzspritze mit zu den Touren hinzusteuert und im Gegenzug dafür eben Werbung bekommt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das in meiner Kanalgröße überhaupt machbar ist, ob sich da jemand auf eine Kooperation drauf einlässt. Solltet ihr da jemanden kennen oder selber irgendwie vielleicht so ein Geschäft betreiben, dann ja, könnt ihr euch gerne mal bei mir melden. Wie gesagt, ich werde auch weiterhin auf Tour gehen. Ich werde jetzt dann nur langsam mal umdrehen, weil ich nämlich keine Ahnung habe, wo ich hier hinkomme. Und ja, jetzt habe ich einen Anschluss verloren. Shit. Ja, wie gesagt, ich werde weiterhin Touren machen und jetzt umdrehen. Aber es ist natürlich auch immer eine finanzielle, ja, in Anführungsstrichen Belastung, beziehungsweise ein finanzieller Aufwand. Ich meine, ich glaube, ich brauche keinen von euch zu sagen, was der was der Liter Sprit kostet. Das muss eben alles bezahlt werden. Dann für das neue Format, für Martins Unterwelt, habe ich auch schon mal neues Equipment gekauft, was halt einfach erstens sinnvoll ist und zweitens meiner Meinung nach unbedingt notwendig. Entschuldigung, meiner Meinung nach unbedingt notwendig ist. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Meergasmessgerät, das wäre ein CO2-Warner, das ist Helm, das ist Schuhe, das ist eine neue Taschenlampe. Alles, was man halt braucht, was halt auch sinnvoll ist, kostet natürlich alles einen Haufen Geld. Die Kamera, wo ich jetzt gerade filme, ist auch neu. Das ist vielleicht den längeren oder langjährigen Zuschauern vielleicht schon aufgefallen, dass da eine Neuerung entstanden ist. Ja, wie gesagt, es klingt jetzt blöd, aber es soll kein Battle-Video werden. Es ist einfach nur vielleicht so ein bisschen unterstützend. Ich mache es nicht fürs Geld, ich mache es einfach wirklich, weil es mir Spaß macht. Aber so eine Lost Place Tour ist halt, wie gesagt, mit laufenden Kosten verbunden. Aber ich glaube, das brauche ich jetzt nicht zu erläutern, das wisst ihr alle. Ja, was wollte ich jetzt noch sagen? Wir haben das neue Format. Wie gesagt, mit Urbex wird es ganz normal auch weitergehen. Auch da gibt es demnächst neue Sachen, coole Sachen, also wirklich coole Sachen. Ich habe jetzt, wie gesagt, schon ein paar Videos vorgeschnitten und vorproduziert und da sind wirklich teilweise ein paar richtig coole Locations dabei. Also da könnt ihr euch definitiv schon mal drauf freuen. Ja, weitere Locations sind geplant. Coole Locations. Auch ist geplant, dieses Jahr mal in oder am Lost Place zu übernachten. Vielleicht mal eine längere Outdoor-Camping-Tour ist auch geplant. Da gibt es auch schon Videos von, jetzt muss ich überlegen, 2 Jahren. Ich glaube, vor 2 Jahren habe ich das aufgenommen, wo ich am Bodensee war. Auch die sind noch nicht vollständig geschnitten, werden jetzt aber demnächst auch irgendwann kommen. Von Griechenland letztes Jahr habe ich einen Vlog gemacht. Auch der ist
fertig auf der Festplatte. Der wird jetzt demnächst vielleicht auch irgendwann kommen, beziehungsweise den einen Teil muss ich noch schneiden. Und dann kommt online. Ja, wie gesagt, das war in letzter Zeit irgendwie, naja, man hat zwar Bock auf Tour zu gehen, man hat aber auch keinen Bock zum Schneiden und zum Rendern und zum Hochladen und hast du nicht gesehen. Aber ja, wie gesagt, die Motivation ist zurück. Dementsprechend geht es jetzt wieder rund. Ja, mehr wüsste ich jetzt eigentlich auch schon nicht, was ich noch sagen wollte oder sollte. Hätten wir vielleicht doch mal ein paar Notizen machen sollen. Nur das ist immer leichter gesagt als getan. Im Kopf, wenn man jetzt unterwegs ist oder zu Hause oder beim Schnitt oder irgendwas, dann legt man sich alles genauso zurecht, wie man es will oder wie man es sagen will. Und ja, sobald man dann die Kamera an der Hand hat, ist es dann wie weggeblasen. Ja. Es wird unter Umständen auch im Laufe des zweiten Quartals, so ist zumindest der Plan, wird es vielleicht, also wie gesagt, wirklich nur vielleicht, ich möchte mich da echt noch nicht festlegen, noch ein neues Format geben. Da bin ich aber zurzeit noch am Rumtüfteln und am Planen, wie man es machen kann, wo man es machen kann, ob man es machen kann. Aber dementsprechend läuft da auch noch einiges im Hintergrund, was geplant ist. Und ich hoffe, dass ich es so umsetzen kann, wie ich es vorhabe, weil das wäre nämlich schon echt cool. Ja, dann würde ich sagen, ist eigentlich so ziemlich alles gesagt, was mir jetzt eingefallen ist. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Wie gesagt, die Videos immer fleißig teilen und ja, kommentieren, liken, weitersagen. Hilft mir ungemein. So ein Like ist nur ein Klick für euch, aber hilft halt, wie gesagt, dem Kanal ungemein. Ja, dementsprechend würde ich sagen, beende ich das Video hier. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Freue mich auch schon auf eure Kommentare, die ihr drunter schreibt, hoffentlich. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächsten Freitag zum neuen Lost Place Adventure. Und bis dahin macht's gut. Ciao.